So Leute, Tag 4 und es geht weiter. Nach einem morgendlichen Helmservice im Hotel Alpron-Moorhof in Olang ging es dann los. Als wir am Morgen losgefahren sind, waren die Online-News Großglockner heute gesperrt. Was für ein Pech. Aber es kam alles anders für das Siegerteam 306. Der erste Pass führte uns von Italien zurück nach Österreich über den Staler Sattel. Kurzes Fotoshooting am idyllischen Antholzer See, da die Überfahrt über den Staler Sattel vom Antholzer Tal nach Österreich nur von der Minute 30 bis 45 zu jeder Stunde möglich ist. Über den Staler Sattel fahre ich die 1290 Super Duke Evo. Mit ihren über 170 Pferden ein Hammer Hightech Sportgerät und purer Bikerspaß. Oben angekommen auf dem Staler Sattel suchte ich nach einem Stein, um die Super Duke sicher zu parken. Im Hintergrund gab es einen kleinen Umfaller, aber alles ging gut, kein Problem. Und hier direkt nach dem Restaurant Hexenschenke ist auch schon die Staatsgrenze nach Österreich. So Leute, heute ist unser Tag. Die Großglockner Hochalpenstraße ist nun offen und wartet mit stahlblauem Himmel auf das Team 306. Kurzer Zwischenstopp in Heiligenblut, die Gruppe sammelt sich wieder und weiter geht's bei bestem Wetter. Ca. 30 Euro Maut und auch hier wieder besten Dank an das Speedweek.com Team. Wirklich super geplant und organisiert. Und wie ihr seht, bin ich zurück auf der 1290 Super Adventure. Als Yamaha T7 Biker war es erstaunlich leicht, sich in diese bestens vorbereiteten KTM Bikes zu verlieben. We'll be right back.
Für mich persönlich war der Großglockner ein Ziel von meiner Biker-Bucketlist, da ich in Asien lebe, eben für mich nicht mal so kurz am Wochenende machbar. Und dann bei diesem Traumwetter und mit meinen neuen Biker-Freunden wirklich mega. Danke euch allen, my friends im Team 306. Auch hier an der Kaiser-Franz-Josef-Höhe haben wir nur kurz angehalten, ein paar Fotos geschossen und dann ging es weiter mit einem großen Grinsen im Gesicht zum nächsten Ziel, der Edelweißspitze. Ich mache etwas langsam, um noch einmal das gesamte Team im Bild zu haben. Ich kann mich nur wiederholen, was für eine traumhafte herbstliche Alpenlandschaft. Kein Verkehr tagsüber und ab geht's zum Hochtourtunnel auf der Scheitelstrecke der Großglockner Hochalpenstraße auf 2504 Metern. Da ich seit vielen Jahren keinen Schnee mehr gesehen hatte, musste ich natürlich direkt nach dem Hochtor anhalten. 2-3 Selfies und Fotos zusammen mit Roger. Und ja, Tom, das Gelbe im Schnee war halt was Gelbes. Auf jeden Fall hatten wir alle wieder mal Riesenspaß. So, nun angekommen an der Pflastersteinstraße zur Edelweißspitze. Die Edelweißspitze ist der höchste befahrbare Punkt der Großglockner Hochalpenstraße auf 2571 Metern. Alle sind gut drauf, gleich ist Mittagszeit bei bestem Wetter auf dem Berg. Hier oben auf der Edelweißspitze hast du wie an diesem Tag eine großartige Aussicht auf über 30 Dreitausender und einige Gletscher.
Wir hatten auf jeden Fall einen Riesenspaß zusammen. Goodbye, Großglockner. Und für uns geht's weiter zum Tagesziel über Zell am See nach Saalbach. Das Team 306 ist komplett und los geht's auf der nördlichen Seite der Großglockner Hochalpenstraße talwärts. We are ready to race. Ja Leute, das waren jetzt knapp 2 Minuten Fahrspaß pur für das Team 306. Fun Factor XL am Großglockner. Auch alle Radarfallen haben wir heute gemeistert. Wow, was für ein perfekter Bikertag. Angekommen im Hotel ging es für uns direkt in den beheizten Außenpool. Und so Leute, weiter dranbleiben und die Videos von Tag 5 und 6 nicht verpassen.